Hallo, ich bin die Lisa. Ich arbeite bei den Koni Monkeys. Ich habe in den letzten Monaten vor allem an Sabi Edit gearbeitet und in kleinen Teilen auch an Carcassonne. Und ja, genau, an Sabi Edit haben wir eine neue Version gebaut, die jetzt im App Store wohnt und hoffentlich voll toll und neu und schön ist. Ja, letzte Woche waren wir ja auf der Apple Developer Conference und das war mein erstes Mal. Insofern super spannend und ich glaube, von allen Keynotes, die ich so die letzten Jahre gehört habe, war ich auch echt froh, dieses Jahr da zu sein, weil es war so viele Neuerungen, so viele spannende Sachen, eine ganz neue Programmiersprache, Swift, in die ich jetzt auch gerne sofort einsteigen würde, was nicht geht, weil ich ja jetzt noch an Rules arbeite und Rules wird für iOS 7 erscheinen. Da kann ich jetzt auf die neuen Sachen noch nicht einsteigen. Viele Menschen, viele, 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 viele neue Dinge. Das war sehr cool. Sehr spannend. Ist auch so ein bisschen schade, weil die neuen Dinge kann man nicht immer gleich alle hernehmen. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele Möglichkeiten wieder zu lernen, wie Dinge gehen. In richtig und nicht deprecated und so. Das ist sehr cool. Für mich war die WWDC jetzt diesmal tatsächlich das erste Mal seit Jahren wieder absolut nur Developer bezogen, was ich sehr, sehr schön fand, was ja in der Öffentlichkeit so von der Presse her so ein bisschen gebasht wurde, so Apple kann keine Hardware mehr vorstellen, aber aus meiner Sicht ist es ja eigentlich nicht die Aufgabe der WWDC, sondern eher uns zu dienen und oder so ähnlich und ja, krasse Sachen einfach passiert mit Swift und Xcode 6 ist super cool. Ich freue mich schon total darauf, mit dem Zeug zu arbeiten. Objective-C, so ein bisschen. Und Huch und Funk. Und ja, spannend. Und sehr lustig. Besonders der Marcel. Ah, man sieht nicht, dass ich zum Marcel zeige. Der Marcel sitzt da drüben. Genau. Was ich ganz toll fand, war, es gab zum ersten Mal ein Game Designers Meetup. Da waren echte Leute aus dem App Store. Also die Leute, die entscheiden, was wird gefeatured und so weiter. Und die konnte man mit Fragen löchern. Was toll ist, weil das ist ja sonst immer so eine Blackbox. Und da habe ich natürlich auch Rules gezeigt und habe mir ein bisschen Feedback abgeholt. Das war toll. Ich habe selber nicht an SubEtherEdit gearbeitet, aber ich benutze SubEtherEdit eigentlich schon relativ lange für Webkram, also für HTML5, CSS, JavaScript. Und da gibt es jetzt endlich ein Feature, was ich mir schon lange gewünscht habe, und das ist Reindent. Ich brauche bloß eine Taste drücken und dann ist alles sauber eingerückt. Es ist fast unmöglich, JavaScript-Code so zu schreiben, dass das so aussieht. War tatsächlich auch auf der WWDC sehr überrascht, wie ähnlich Yosemite ist zu dem, was wir uns da im Dezember, Januar an UI-Dingen ausgedacht haben. War ja irgendwo klar, dass es in Richtung iOS geht und mit den Blurred Views und so weiter. Aber ich dachte tatsächlich nicht, dass wir am Ende so ähnlich rauskommen vom Effekt her, dass der Bottom-Overlay tatsächlich fast den exakt gleichen Blur-Effekt hat wie die Apple-Views in Yosemite. Das fand ich total cool. Ja, es war ziemlich aufwendig, weil wir den kompletten Editor auf Layer-Based umstellen mussten, damit diese Effekte funktionieren. Danach mussten wir auch sicherstellen, dass es das dann auch noch auf Rechnern läuft, die vielleicht keine ganz dicke Grafikkarte haben. Ich meine, so ganz viel Text rendern in irgendwelche Layers. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwie gigabyteweise das Grafik-RAM verbrauchen müssen dafür. Und das war schon eine Herausforderung. Sich da reinzufuchsen in eine vollkommen mir zu dem Zeitpunkt zumindest jetzt unbekannte Gruppe ist, die so groß ist und die dann auch Dinge hernimmt, von denen ich einfach auch noch nie gehört habe,
die gefühlt schon drin waren, bevor ich überhaupt angefangen habe, einen Mac zu besitzen und für den Code zu schreiben und so. Das, ja, da sieht man Dinge, die man dann am besten gleich wieder vergisst, weil jetzt macht man das eh alles anders. Deswegen, ja, das ist ganz spannend. Ich bin ja dann doch mehr der Mac-Guy gewesen, auch in den letzten Jahren, als ich noch bei Burns war. Und deswegen war jetzt so, Mac zu machen, nichts Schlimmes. Sehr überraschend war es für mich dann auch nicht, dass der Code ja schon relativ alt war und man sehr, sehr viel umbauen musste. Und das waren so die ersten 2 Monate, einfach nichts Neues machen, sondern einfach altes Zeug wegschmeißen und neu schreiben, was ja irgendwann ziemlich auf die Nerven ging. Und nachdem dann der Druck ziemlich hoch war, auch Carcassonne fertig zu machen, bin ich erstmal mit ins Carcassonne-Team gesprungen und dann erst im Januar wieder zurück auf SubEtherEdit. Und dann haben wir das einfach zu dritt jetzt noch fertig gerockt. Und ich finde es total cool, dass das komplett gesandboxed ist, dass wir auch keine Features droppen mussten wegen der Sandbox, sondern alle behalten konnten und dass das alles so gut funktioniert hat am Ende. Wenn man von iOS zurück auf den Mac muss, ist schon zäh. Man muss erstmal lernen, dass es noch Zellen gibt. Nicht alles View-based und Layer-based. Also dass nicht alles Layer-based ist. Bin ich jetzt persönlich. Also mein Kopf ist schon sehr trainiert darauf, wie Dinge und gerade View-Controller funktionieren auf iOS und dann zurückzukommen, gefühlt zurückzukommen auf den Mac, wo es schon View-Controller gibt, die aber halt noch überhaupt nichts können eigentlich. Da, ich meine, geht schon. Es ist halt, man muss halt sich ein bisschen von der Denke wieder entfernen. Das, ja.